Dieses große, rostige, alte Flugzeug ist gar kein Flugzeug, sondern eine Attrappe. Also etwas, das nur aussieht wie ein Flugzeug. Man kann da reingehen und da gibt es eine Menge Hebel. Einige davon legt Herr Glover jetzt um. Herr Glover ist Feuerwehrmann hier am Flughafen Leipzig-Halle. Und er zeigt uns jetzt mal, was man mit dieser Attrappe machen kann. Als erstes startet er Wasser, was das Flugzeug hinunterläuft, und Gas. Und dann drückt er einen Knopf und es fängt an zu brennen. Sofort geht in der Flughafen-Feuerwache der Alarm los. Achtung, Einsatzalarm für die Feuerwache los. Achtung, Einsatzalarm für die Feuerwache los. Das hier ist eine Feuerwehrübung und zwar mit einem ganz besonderen Fahrzeug, das es nur auf Flughäfen gibt, nämlich dem Flughafen-Löschfahrzeug. Und das wollen wir euch heute mal vorstellen. Zum Einsatz fährt das Flughafen-Löschfahrzeug immer in Begleitung mehrerer Löschfahrzeuge. Das andere sieht aus wie ein normales Feuerwehrauto und das ist es auch. Beide fahren gleichzeitig los, aber das Flughafen-Löschfahrzeug ist viel schneller. Oh Gott. In 3 Minuten muss es jeden Punkt auf dem großen Gelände erreichen können, damit die Passagiere schnell aus dem brennenden Flugzeug gerettet werden. Der Flughafen mit Landebahnen und Rollfeld ist riesig. Da muss die Feuerwehr sehr schnell fahren, um das in 3 Minuten schaffen zu können. Und dabei ist das Flughafen-Löschfahrzeug auch ganz schön schwer. Es wiegt beladen 50 Tonnen. Und das ist so viel wie all diese Autos hier zusammen. Darum haben die neueren Modelle auch 2 Motoren. Und die beschleunigen es so schnell, als wäre es leicht wie ein kleines Auto. Weil es also schwer ist und dabei aber auch noch schnell, ist das Flughafen-Löschfahrzeug besonders breit, 3 Meter genauer gesagt. Damit es nicht umkippt, wenn es mit 100 Kilometern pro Stunde in die Kurven geht. Oha, also das ist wirklich eher ein Rennauto als ein Feuerwehrauto. Auf einer normalen Straße darf das übrigens nur im äußersten Notfall fahren, weil es einfach zu breit ist. Auf den meisten Straßen würde das gar nicht drauf passen. Ich halte mich mal lieber fest. Das Flughafen-Löschfahrzeug kommt als erstes an der Brandstelle an und beginnt noch während der Fahrt sofort mit dem Löschen. Auch unter dem Fahrzeug verspritzen Düsen Wasser als Schutz, falls mal brennender Treibstoff unters Fahrzeug kommt. Das Feuerwehrlöschfahrzeug legt also direkt mit dem Löschen los. Dann kommt auch das zweite Feuerwehrauto am Brandort an. Die Feuerwehrleute müssen jetzt erstmal aussteigen, die Schläuche rausholen, anschließen und ausrollen. Und natürlich das Wasser aufdrehen. Erst dann kann das Löschen beginnen. Die Feuerwehrleute müssen mit ihren Schläuchen ganz nah ran an das Feuer. Das Flughafen-Löschfahrzeug spritzt vom Dach. Und keiner muss aussteigen. Alles wird von hier drin aus geregelt mit diesem Joystick, fast wie bei einem Computerspiel. Und damit steuert der Maschinist gerade den großen Wasserwerfer. Joystick nach links bewegt den Wasserwerfer nach links. Joystick nach rechts bewegt ihn nach rechts. Und auch den Druck, also wie weit das Wasser spritzen soll, steuert er hiermit. Die wichtigste Aufgabe des Flughafen-Löschfahrzeugs ist, das Flugzeug zu kühlen. Sind nämlich noch Passagiere drin, wird es sonst für sie gefährlich heiß. Das Löschmittel läuft an der Seite runter und löscht so auch unter dem Flugzeug. Zur Spezialausrüstung gehört auch diese weiße Kamera. Das ist eine Wärmebildkamera. Die zeigt dem Fahrer kein normales Bild, sondern in roter und weißer Farbe die Hitze.
Manchmal qualmt ein Brand so stark, dass der Fahrer gar nichts mehr sehen kann. Auch nicht, wo er löschen muss. Das Licht des Feuers kommt nicht durch den Qualm durch. Aber die Wärmestrahlen, die kommen durch den Qualm. Und die sieht die Wärmebildkamera. Und so weiß der Fahrer dann genau, wo er spritzen muss. So, und jetzt will ich mir das ganze Fahrzeug noch mal genauer anschauen. Und dafür nehmen wir aber lieber eins auf dem Parkplatz. Hallo, darf ich mir den mal anschauen? Der Flughafen Leipzig-Halle hat 6 Flughafenlöschfahrzeuge. Das hier ist gerade nicht im Einsatz und da kann ich mir das in Ruhe mal anschauen. Jedes Fahrzeug hat 2 Tanks. Und um zu sehen, was da drin ist, muss ich aufs Dach klettern. Hier oben sind nämlich die Tankdeckel. Unter dem blauen Deckel ist ein Tank für 11.000 Liter Wasser. 75 volle Badewannen sind das. Schön kalt. Unter den gelben Deckeln sind 2 weitere Tanks für Löschschaum. Bei einem echten Unfall wird das Wasser nämlich mit Schaum vermischt. Und warum das Wasser mit dem Schaum zum Löschen gemischt wird, das zeige ich euch jetzt mal in einem Labor. Und zwar im Chemischen Institut der Uni Köln bei Dr. Blunk. Hier im Brandraum darf man Flugzeugtreibstoff anzünden. Draußen darf man das nämlich nicht wegen des Umweltschutzes. Für unseren Test verwendet Dr. Blunk einen speziellen Treibstoff, Cyclohexan. Das brennt wie Flugzeugbenzin, qualmt aber weniger giftig. So, jetzt wollen wir das Ganze löschen. Es kommt Wasser dazu. Und man sieht, es passiert nichts. Das Feuer brennt einfach weiter. Was da passiert ist, das zeige ich euch jetzt mal hier mit diesem Glasbehälter. Hier drin ist der Treibstoff, der ist durchsichtig. Und jetzt kommt Wasser dazu, das habe ich, damit man es besser sieht, mal ein bisschen blau eingefärbt. Wenn ich das Wasser jetzt dazu kippe, dann sieht man, dass es schwerer ist als der Treibstoff und einfach untergeht. Der Treibstoff ist leichter und schwimmt oben. Oben bekommt er also weiter Luft. Und Feuer braucht Luft zum Brennen. Jetzt sprühe ich mal den Löschschaum dazu. Und der Trick ist, der Schaum ist leichter als der Treibstoff. Er bleibt oben und bedeckt ihn. Und so kommt keine Luft mehr an den Treibstoff. Dass das auch wirklich funktioniert, kann man am echten Feuer sehen. Dr. Blunk nimmt den Spezialschaum. Der Schaum nimmt dem Feuer die Luft, die es zum Brennen braucht. Und das Feuer ist gelöscht. Löschschäume sind zum Löschen also super wichtig. Aber sie enthalten oft giftige Stoffe. Und deshalb forschen die Wissenschaftler hier an der Uni in Köln gerade an einem neuen Schaum, der umweltfreundlich ist. Solange dieser neue, ungiftige Schaum aber noch nicht im Einsatz ist, wird weiter nur mit Wasser geübt. Schaum kommt dann nur bei einem echten Brand zum Einsatz. Ob Wasser oder Schaum, das Flughafenlöschfahrzeug kann bis zu 80 Meter weit damit spritzen. So lang sind auch die größten Flugzeuge hier am Flughafen. Wenn man das mal mit einem normalen Feuerwehrauto vergleicht, dann sieht man, die Feuerwehrleute kommen mit ihrem Schlauch nicht mal halb so weit. Und bei so einem Druck könnten die den Schlauch auch gar nicht mehr mit der Hand halten. Die Feuerwehrleute würden umkippen. So, der Übungsbrand ist gelöscht und die Feuerwehrleute können mit ihren Fahrzeugen zurück auf die Wache. Das Flughafenlöschfahrzeug hat also viele Besonderheiten. Nur auf der Straße darf es nicht fahren, weil es viel breiter ist als die normalen Feuerwehrautos. Und wenn ihr so ein Flughafenlöschfahrzeug mal in echt sehen wollt, dann verrate ich euch jetzt mal ein Geheimnis. Am 3. Oktober werden sich hier am Flughafen Leipzig-Halle für Mausfans die Türen öffnen. Die machen nämlich auch mit beim großen Maus-Türöffnertag. Da könnt ihr euch die Fahrzeuge hier anschauen und noch viele andere spannende Dinge entdecken, die man auf einem Flughafen so sehen kann. Also schaut mal ganz schnell auf unsere Maus-Internetseite. Vielleicht gibt es ja noch ein paar freie Plätze.